Bin ich online? Okay. Mit der Akustikgitarre fragt er gerade, bin ich online? Okay, nein, es ist E-Gitarre, sorry. Gut. Willkommen, liebe Leute, hier bei Wilhelm Maas. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen heute Spaß. Zwar ist es nun der letzte Talk in diesem Jahr, doch Leute, es geht weiter im nächsten Jahr. Hurra! Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Herzlich willkommen, lieber Gerd Rosenthal, hier auf der Bühne. Schön, dass du da bist. Gerd, erste Mal in Dienstlaken? Ja, ich glaube ja. Ich bin nicht ganz sicher. Mein Vater hat früher eine Sendung gemacht, die hieß Allein gegen alle. Da spielte meine Stadt gegen einen Hörer. Und irgendwie kommt es mir vor, als wäre Dienstlaken damals unschlagbare Rätselstadt geworden. Oh, okay. Ich habe Dienstlaken so mit Allein gegen alle zusammen. Und da bin ich früher, weil ich noch sehr klein war, mit meinem Vater immer umhergereist. Also nicht immer, aber ab und zu. Und ich glaube, Dienstlaken war dabei. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Kann sich da jemand erinnern? Ein Sohn eines berühmten Quiz- und Showmasters, aber ich glaube, da möchte man ja nicht reduziert drauf werden, sondern du hast auch einen Beruf. Du bist Rechtsanwalt. Wie verbindet sich das und was geschieht denn da, wenn man Gerd Rosenthal ist? Ja, also ich bin Rechtsanwalt und Notar in Berlin. In Berlin gibt es ein Anwaltsnotariat. Man ist zunächst Rechtsanwalt und hat die Möglichkeit, gegebenenfalls auch später Notar zu werden. Manche denken, es ist toll, wenn man einen Vater hat, der aus der Showbranche kommt, dass es irgendwas bringt. Ich kann Ihnen sagen, als Rechtsanwalt ist das überhaupt nicht toll. Wenn jemand ein Problem hat und ein anderer sagt, geh doch zu dem Sohn von dem Showmaster, sagen, nee, jetzt ist ein wirkliches Problem, ich möchte jemanden haben, der ernsthaft arbeitet, aber nicht irgendjemand, der aus der Showbranche kommt für mein Problem. Also das war am Anfang sehr, sehr kontraproduktiv, wenn man sowas machen will. Also ich meine, das hat seine Vor- und Nachteile, aber für den Beruf hat es zunächst mal Nachteile gehabt. Und leider ist er schon sehr früh gestorben, mit 37 Jahren, habe ich gelesen. Ja. Und somit war dann auch dein Vater schon relativ schnell, zumindest ohne Vater und dann kurz danach später sogar ohne Mutter. Da unterhalten wir uns aber dann so ein bisschen im zweiten Teil nochmal. Und ich würde jetzt vorschlagen, bevor wir deine Tochter auf die Bühne holen, trinken wir jetzt erstmal und stoßen nochmal an. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. So. Zum Wohl. So, zum Wohl auch euch, ja. So. Jetzt wollte ich gerade so machen. So, ja. So, wenn du möchtest. Ihr Opa hieß auch Hans und machte damals Witze. Er sprang oft in die Luft und sagte, das ist spitze. Geerbt hat nun die Sendung, es moderiert der Kai. Deborah in der Jury, als Gast hier heute dabei. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Herzlich willkommen, liebe Deborah. Nimm bei uns Platz. Ja. Schön, dass du da bist. Du hast schon das Stichwort gegeben. Köln. Ja. Wie kommt jetzt die Berlinerin, die ja so verbunden ist mit Berlin, nach Köln? Tatsächlich auch wegen einer Mediengeschichte, aber ich habe für 7 Monate bei der Requisitenabteilung bei Dani Lowinski, ich weiß nicht, wie wir mit Annette Frier das kennen. Ja, wer kennt Dani Lowinski? Oh ja, das sind doch schon ein paar, ne? Genau. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was für die, die halt nicht Dani kennen. Das ist eine Anwältin, die 1 Euro die Stunde halt sich in einer Minute, Entschuldigung, okay. 1 Euro die Minute. Wir könnten nach vorne ruhig gehen. Gott, ganz kurz. Genau, sich halt in einem Kaufhaus zur Verfügung stellt, dass da Leute zu ihr hingehen können, die halt nicht so viel Geld haben, um einen normalen Anwalt zu bezahlen. Ach so. Und habt ihr das gesehen? Da hinten, der Blick ging jetzt zu ihrem Vater, ja? Dass es spitze ein neues Jurymitglied gesucht, weil es hieß, die wollen das Format jetzt vom NDR in die ARD legen. Und dachten sich dann, glaube ich, erstmal ist doch ganz witzig, die Enkelin zu nehmen. Bietet sich ja und, an. Und dann ging das alles relativ schnell und ich
wusste auch gar nicht, ich habe plötzlich zugesagt und dann auf einmal so, okay, jetzt stehe ich vor der Kamera. Okay. Schauen wir mal, wie das wird. Und dann meint die aber auch ganz ruhig, du musst halt gar nichts großartig machen und das mit den Punkteansagen bekomme ich aber soweit auch hin. Und zur Not... Ich habe zum Glück auch ganz nette Freunde, die alle meinen so, Debbie, aber also eigentlich, du musst doch dadurch wirklich rechnen, oder? Ich so, doch, Leute, das ist wirklich meine Aufgabe, es wirkt nicht so, ich rechne da auch wenn ihr es nicht glaubt, das mache ich tatsächlich. Der nächste Gast ist Doktor, ein Mann mit sehr viel Herz. Und nicht nur bei den Frauen lindert er jeden Schmerz. In Nepal tut er Gutes, für Arme, das ist cool. Willkommen, lieber Bernhard, ich sprech vom Doktor Uhl. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Herzlich willkommen, lieber Bernhard Uhl. Schön, dass du da bist. Wenn du so lieb bist, das Mikrofon zu nehmen. Und dann ist meine erste Frage, was trinkst du? Ein Pilz. Ein Pilz? Jo. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an und überbrücken das, ne? Aber es ist ja menschlich, zum Wohl, ne? Es ist... Wie meinst du das jetzt, menschlich? Ja, wir wissen ja alle, worum es geht, ne? Das meinte ich damit. Also das war jetzt erst, du hast Trekkingtouren gemacht dorthin, ohne irgendeine Intention helfen zu wollen, sondern eigentlich war es ein normaler Urlaub und bist darauf dann gestoßen und hast dann überlegt, so etwas zu machen? Genau, weil die medizinischen Projekte, die ich mir während meiner Trekkingtouren angeguckt habe, die sprachen sehr viel von Nachhaltigkeit. Das, was da aufgebaut wurde, das lief über Jahre, das lief gut, das wurde teilweise von Nepalis übernommen und auch entsprechend gut weitergeführt. Und das war eigentlich so meine Vorstellung von Entwicklungshilfe, die ich eben auch leisten wollte, dass die Dinge erhalten bleiben, dass die Dinge von den Menschen dort dann eben auch weitergeführt werden können. Und dann war schon der Gedanke, dass ich gesagt habe, das ist die Chance, wirklich etwas aufzubauen, etwas zu machen. Habe dann Ja gesagt, macht viel Arbeit, macht aber auch ganz, ganz viel Freude. Man kriegt sehr viel zurück von den Menschen dort. Und ich möchte es mittlerweile nicht mehr missen. Ja. Wir werden nachher nochmal zum Krankenhaus Memorial Hospital kommen. Und nur mal kurz, bevor wir nochmal dann den Rob hören werden. Situation, dieses Jahr im Frühling war ein schlimmes Erdbeben gewesen. Ich glaube, im April und Mai hat es dort richtig gekracht und es gab auch viele Tote. Ist da denn auch das Krankenhaus betroffen gewesen? Musstet ihr quasi von null anfangen oder wie sah das aus? Nein, wir haben tatsächlich in dem Krankenhaus sehr viel Glück gehabt, weil man vorausschauend wirklich relativ erdbebensicher gebaut hat. Der Ort ringsrum liegt zu 70% in Schutt und Asche, aber das Krankenhaus selber ist voll leistungsfähig und wir hatten, sodass wir innerhalb von einer Woche Hilfsgüter von 40.000 Euro zusammengestellt hatten, ein Team runterschicken konnten und dort wirklich auch erste Hilfe leisten konnten. Das war wirklich eine tolle Sache, wo ich wirklich sage, da ist im Winzens richtig was passiert. Was da in einer Woche in diesem Krankenhaus hier in Dienstlaken passiert ist an Hilfsbereitschaft, da kriegt man Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt. Ich würde das gerne Applaus, Dr. Uhl und das ganze Team. Erzähl mal so ein bisschen über deinen Werdegang. Du bist ja dann in die Musik gegangen und dann nach Essen und da kann man ja auch studieren. Wo studiert man denn da? Also ich studiere jetzt derzeit in Essen, Werden genau, um genau zu sein, an der Folkwang Universität der Künste. Und da studiere ich Jazzgitarre, das ist so der Studiengang. Wie nennt die Maschine, die du da vor deinen Füßen hast? Bevor ich das mache. Erklär das mal bitte. Genau, bevor ich das mache, also ich erkläre es kurz, das ist hier links von mir, dieser gelbe Fußtreter da. Das ist ein Verzerrer und der sorgt quasi dafür, dass... ein bisschen mehr Druck entsteht aus dem Amp. Das werdet ihr oder ja, sie gleich alle mal hören. Der kommt noch zum Einsatz ganz zum Schluss. Müssen wir da Oropax nehmen jetzt oder später erst? Nee, beim Rausschmeißer, also, ne? Nee, die Ohren müssen bluten. Das ist knallhart. Ist ja. Doch, im Herzen ist er doch ein Metal, doch, Metallica. Auf jeden Fall. Ja. Spielt der schon gar nicht mehr.
es gibt eine Organisation in Israel, die heißt Yad Vashem. Einige werden die vielleicht kennen. Da werden Menschen geehrt, die sich während des Dritten Reiches sehr menschlich verhalten haben und anderen Menschen das Leben gerettet haben. So eine Ehrung kann nur, wenn die selber verstorben sind, jemand bekommen, wo es noch Nachfahren gibt. Und diese erste Frau, die mein Vater versteckt gehalten hat, Ida Jauch, wurde jetzt ein Nachfahre festgestellt. Der Neffe wurde gefunden. Neffe ist sehr, sehr witzig, denn insofern, als mein Vater dort versteckt war, wenn andere Personen in die Laube reinkamen und hatten gesehen, dass da jemand ist, hat sie immer gesagt, das ist mein Neffe. Und nun findet man den Großneffen inzwischen von dieser Frau und kann dadurch eine Ehrung vornehmen. Und diese Ehrung wird nächsten Montag in Berlin stattfinden, im alten Gebäude, wo mein Vater gearbeitet hat, im Rias Berlin, wird eine Ehrung für Frau Ida Jauch, die mein Vater halt versteckt hat, die mit ihm die Lebensmittelkarten geteilt hat. Damals hatte man schon für sich selber nicht genug Lebensmittel und sie hat die mit ihm geteilt. Sie hat damit ihr eigenes Leben riskiert und mein Vater hat immer gesagt, dass er in Deutschland bleiben konnte. Verdankt er diesen beiden Frauen, die immer für ihn das Symbol dafür waren, was für gute deutsche Menschen es gibt, und Ida Jauch gehörte dazu, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um andere am Leben zu erhalten. Und ich freue mich wahnsinnig drüber, dass am Montag jetzt diese Ehrung stattfindet für Frau Ida Jauch. Posthum, aber finde ich klasse. Nach so langer Zeit, bemerkenswert, aber schön, nicht? Also ich habe mit dem Botschafter gesprochen von Israel, der diese gesamte Sache vornimmt. Und er sagt, eigentlich hätte man gedacht, dass es immer weniger wird mit diesen Ehrungen. Tatsächlich finden sich immer mehr. Und er war neulich in Israel bei einem älteren Herrn. Und der ältere Herr hatte ein Riesenbild bei sich an der Wand von einem Deutschen mit SA-Uniform, Hakenkreuz an der Wand. Und er sagte, was ist das? Und er sagte, ja, ist in Israel auch ganz schwierig. Er sagte, dieser Mann hat ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Der war bei der SA und immer wenn Transport kommen sollte, der hatte so eine Fabrikationshalle, hat er gesagt, wir brauchen mehr Juden und hat die zu sich rübergeholt und hat die dann rausgeschleust. Und er hat gesagt, ich habe kein anderes Bild von dem als in Uniform, aber an den möchte ich denken. Das war ein wirklich guter und er hat den Mann in SA-Uniform bei sich in Israel an der Hauswand. Es gibt ganz wahnsinnige Geschichten, was so alles passiert ist und was heute rauskommt. Fantastisch. Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, das hat er auch in dem Buch geschrieben, Hans Rosenthal, dass er damals schon mit dieser Quiz-Sendung den Auftrag bekommen hat, er soll eine kostengünstige, ohne große Requisiten, ohne Sänger oder Tanzgruppe, das war wohl früher auch üblich, das sollte er auf die Beine stellen. Und da hat man früher schon den Kostendruck gesehen, aber der ist doch bestimmt heute noch extremer, oder? Ich kann mal ganz kurz von früher sagen. Also der Auftrag war für 30.000 Mark 90 Minuten Programm zu machen. Das ist heute, glaube ich, würden die keine 10 Minuten damit schaffen. Es wurde geprobt. Das heißt, mein Vater fuhr sonntags hin. Donnerstag war die Aufzeichnung, die Live-Sendung. Und er hatte Studenten dort. Das heißt, alle Spiele wurden mit Studenten geprobt und geprobt und geprobt, mehrere Tage lang. Wenn irgendwo ein Fehler war, wurde das Spiel rausgenommen und es wurde sehr lange vorbereitet. Die Kameraleute waren teilweise genervt, weil wenn sie das 10. Mal... Du studierst auch ein Fach, das heißt Medienwissenschaft und dann geht das irgendwie ungefähr so mit zwei Sätzen weiter. Wie heißt dein Studiengang genau? Der heißt Medienkulturwissenschaft mit Soziologie und Ökonomie der Medien. Das ist ziemlich einprägsam, oder? Zu kommen und ich finde Köln unfassbar sympathisch. Ja. Ich mag es, dass ich alles mit dem Fahrrad halt irgendwie. Das kannst du in Dienstlaken hier aber auch machen, ne? Aber, oder? Ja, bitte. Aber man kann natürlich nicht dieses medienwissenschaftlich mit was für einem Hintergrund studieren, ja? Das geht natürlich nicht. Und dann, doch, das geht. Und dann hast du an den Maccabi Games hast du teilgenommen und wie lief das da jetzt ab? Vielleicht kannst du da nochmal 3 bis 5 Sätze sagen. Wie viele Teilnehmer waren denn da? Oh Gott, insgesamt weiß ich das gar nicht. Okay. 2000. 2000 Sportler. In Berlin war es halt ziemlich cool, das erste Mal, dass wirklich alle Sportler in einem Hotel untergebracht wurden. Also wir fanden das ziemlich cool. Ich glaube, das Hotel fand es im Nachhinein so semi-cool. Zum Beispiel beim Feldhockey haben wir halt einfach einen unglaublichen Mangel an Spielern. Also wir nehmen wirklich
gefühlt jeden, der jüdisch ist und einen Schläger halten kann. Okay. Ehrlich ist sie ja, ne? Ja, gut. Das ist auch immer ganz schön, wenn mich Leute fragen, und was seid ihr geworden? Ich meine so Zweiter, boah, krass. Und ich sage, ja, und wie viele waren es? 3. Naja, gut, aber das... So, nochmal zum Bernhard Uhl. Und ich würde dich doch nochmal bitten, ganz speziell auf das Nepal-Projekt nochmal Stellung zu nehmen. Das Interplast ist jetzt nicht das Hospital. Das Hospital heißt Sushma Kuirala Memorial Hospital. Und da sind aber auch mehrere Abteilungen. Vielleicht kannst du nochmal die Abteilung erklären, wie viele Ärzte sind da, was ist das für ein Aufwand, was braucht man an Spenden, an Kosten? Ja, also das Krankenhaus ist vor ungefähr 20 Jahren gebaut worden, auch aufgrund einer Fernsehsendung, die bei Günther Jauch stattgefunden hat in Stern-TV. Und dann ist plötzlich eine Riesenspendenwelle in Gang gekommen. Und dann ist dieses Krankenhaus so gebaut worden, wie es jetzt ist. Wir haben dort 56 Betten, wir haben 2 OPs. Das klingt nach einer ganz langfristigen Planung und nach einer großen Akzeptanz und nach einer großen Unterstützung. Wann bist du wieder in Nepal? Wann wirst du wieder in Nepal sein? Also ich werde am 28. November wieder runterfliegen. Also in ein paar Tagen schon wieder. Genau, für 3 Wochen mit einem Team von 5 Leuten. Wir werden da nicht nur Patientenversorgung machen, sondern wir werden uns dann gezielt auch darum kümmern. Wir haben vor einem Jahr die Deutsch-Nepalisch-Gynäkologisch-Geburtshilfliche Gesellschaft gegründet, um Wissenschaft, Forschung, Ausbildung und so weiter zu unterstützen. Das ist vom nepalischen Gesundheitsminister letztes Jahr sehr geehrt worden. Und das ist eine gute Möglichkeit, um sich im Land eben entsprechend zu vernetzen und eben auch das Wissen entsprechend da weiterzubringen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Wir haben ja heute Abend schon gesehen, die Susanne Fischer und auch die Frau Meizer haben hier einen kleinen Stand aufgebaut. Und das eine oder andere wird verkauft. Also was du sagtest, dieser Geist, der in St. Vinzenz gezogen ist, diese Unterstützung, dort eben halt was zu leisten, das ist sehr, sehr ausgeprägt und stark. Gibt es auch nochmal für die, wir haben jetzt nur einen kleinen Abriss gehört und ich habe ja auch deine PowerPoint-Folie schon durchgelesen, gibt es einen Infoabend für interessierte Leute, die sich da vielleicht noch ein bisschen mehr informieren möchten und möglicherweise auch ja spenden oder in irgendeiner Form Mitglied von einem Art Förderverein zu werden? Gibt es da Termine für einen Infoabend demnächst? Also feste Termine haben wir jetzt im Moment keinen. Wir werden aber sicherlich entweder dieses Jahr noch oder nächstes Jahr einen Infoabend veranstalten. Das werden wir in der alten Apotheke machen. Roland wird auch kommen, wird sich nett präsentieren. Ich habe gehört. Irgendjemand von meinen Multipersönlichkeiten kommt. Und Thekentratsch wird auch mit dabei sein. Da werden wir Informationen. Die Ohren müssen bluten.